Da muss es ja die Möglichkeit geben, durch irgendein Gebäude durchzugehen. Kalksteins Labor. Geralt! Der König will, dass ich mich um die Striege kümmere. Einst interessierten mich Vampire. Leider konnte ich nie ein lebendes, ich meine, ein untotes Exemplar untersuchen. Um die Striege zu besiegen, müsst ihr eine Nacht in der Nähe ihres Verstecks überleben. Ich empfehle euch, Waffenfette zu besorgen, besonders Argentia und Zinfridöl. Hab ich. Eure berühmten Hexerzeichen sind ebenfalls nützlich. Irden hält die Prinzessin kurz auf, sollte sie Amok laufen. Irden? Kalkstein, ich habe mich gefragt... Ja? Habt ihr bei euren Studien der Mutation ein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit gefunden? Tut mir leid, Geralt. Das habe ich mir gedacht. Lebt wohl. Das habe ich mir gedacht. Also, fuck you. So, da geht's nicht durch. Das ist sad. Geralt? Kalk, Boop. Okay, das kennen wir alles schon. Samum. Nekrophagen, also Samum. Wow, ist aber teuer, EF. Eigentlich wollte ich nur hochwertigen Alkohol. Haben wir... Hat der nicht? Was ist los mit dem? Alter, was bist du mir für ein Alchemist? Hat er das nicht? Ich pack's nicht. Okay. Okay, cool. Brauchen wir halt auch nicht. Dann gucken wir, dass wir hier weiterkommen. Wo ist denn jetzt der kleine Scheiße eigentlich? Der hat sich verpisst, ne? Skoyatel, Toruviel. Aber ich komme hier nicht durch. Why? Sultan. Ja, da drüben pimmelt er rum. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich bin seriously nicht beeindruckt. Fuck. Weil da komme ich auch nicht durch, ne? Ne. Sultan. Wow, warum komme ich denn hier nicht weiter? Ha. Ich meine, die Jungs sind echt funny, aber wie soll ich denn da hinkommen? Ja, da komme ich nicht durch. Kann mir mal... Sultan, wo bist du denn? Wie kommen wir denn da rein? Würde ich ja gern. Aber wie du siehst, no can do. Oh, can do. Okay. Alles klar. Ab geht's. Ah, oh, burnen sie! Komm schon, burn! So. Ah, jetzt kommt Sultan auch endlich mal. Na, nice. Nice, weggebasht, Boop. Hey! Hallo. And you dead. Es ist schön, euch zu sehen. Hört zu, Yevhen plant etwas. Wir starten einen Frontalangriff. Lenken Sie ab. Dann hat er eine Chance. Ihr hört euch wie Sultan an. Da ist was dran. So, jetzt klauen wir erstmal euer Geld. Okay, Suff dabei. Heiliges Schwert, als ob. Unholy. Geld. Die haben ihren ganzen Sold dabei und die Brötchen. Hammer geil. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Na, das war auch der falsche Skill. Hang. Ab dafür. Hi. What's up? Angriff zum Ruhme des Ordens!
Voll machst du das, Geralt. Du stehst mittendrin in der kompletten Angriffsscheiße hier gerade. Ne? Das ist dir schon bewusst. Was, Typ? Lass Toroviel in Ruhe, Junge. Toroviel. Wie auch immer wir es aussprechen wollen, die Säge. Haha, Burn, Bish. They dead. Ja, okay, cool. Nein! Oh, nice. Ich dachte, ich muss sie jetzt bekämpfen, aber gut. Verdammt, ich dachte fast, sie würde wieder aufstehen. Der zweite Pfeil durchbohrte ihr Herz. Sie hatte keine Chance. Und dabei hieß es immer, die weiße Reila habe kein Herz. Gehen wir. Weiter vorne ist es sicherer. Okay. Ah, im Sumpf. Yeah. Endlich sind wir raus aus dieser Hölle. Unsere Freunde müssten in Sicherheit sein. Vorsicht, Ungeheuer! Lockt sie von den Flüchtlingen weg. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Alter, chill mal. Ich flehe euch an. Müsst ihr jetzt nicht explodieren oder so? Diese scheiß Viecher. Weg. Oh Gott, weg. Bevor sie explodieren. Alter, au. Na super, hast fein gemacht. Oh. Okay, they dead. Gib ihm. Ah, da kommen sie schon wieder. Fuck. Flammenrose. Fuckface. Hexe, ist alles in Ordnung? Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Geralt von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das bitte. Geralt von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren.
Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls, danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Erhabene Worte. Doch haben sie einen hohlen Klang, wenn die Schreie der Ermordeten noch in der Luft liegen. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie für Elfen und Zwerge nicht gelten? Ihr irrt euch. Der Schwur des Ordens ist klar und strahlend. Jeder Ritter schwört, das Gesetz zu achten. Ihr könnt nicht leugnen, dass der Aufstand der Anderlinge sich gegen den Staat richtet. Der Orden wurde gegründet, um dem Gesetz Geltung zu verschaffen, den Frieden zu wahren und unser Überleben angesichts des bevorstehenden weißen Frostes zu sichern. Visima wurde auf elfischen Fundamenten erbaut. Wir beide wissen, dass das bedeutungslos ist. Ich bedauere, was geschehen ist, doch die Anderlinge haben zu den Waffen gegriffen. Man kann die Welt nur auf eine Weise vor der Vernichtung bewahren. Auf eure Weise, meint ihr? Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert. Und ihr entscheidet, wem die Ehre zuteil wird, in einer idealen Welt zu leben? Das ist Demagogie. Bloße Worte, die nur die Gier nach absoluter Macht verschleiern sollen. Schließlich müsst ihr die verirrten Schäfchen auf den rechten Weg zurückbringen. Nein, Jack, auf so ein Paradies verzichte ich gern. Ich hoffe, wenn die Zeit gekommen ist, versteht ihr es. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Lebt wohl. Habt ihr den wenigstens kalt gemacht. Okay, Sultan, what the fuck? Jo, guten. Ich werde sie zur Höhle der Droiden führen. Gebt auf euch Acht. Überreste. Ja, süße Rache, ich muss weiter. What? Oh shit, jetzt bin ich schon wieder in der Stadt. Warum? So, Jan, guten. Aber jetzt kann man hier wenigstens das machen. So, süße Rache. Ich muss weiter. Samt und Gold. Ja, Quest auf der Karte verfolgen und das ist eindeutig hier, ne? Im Sumpf, oder? Oder? Das auch. Friedhof beim Sumpf, Rüstung, Quest auf Karte verfolgen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal als nächstes die Rüstung angehen.